Heute ist unser Thema das absolute Streitthema Nummer 1 in den deutschen Musikerforen. Meine DAW klingt besser als deine. Ob das stimmen kann, erfahrt ihr gleich. Dranbleiben. Herzlich willkommen zum Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Praxistalk. Meine DAW klingt besser als deine. Klar, das ist eine provokante Aussage. Und darüber werde ich gleich sprechen mit meinen Gästen, unter anderem der Andreas. Hallo Andreas. Hallo Non-Erik. Du bist der Masterlab Andreas. Ja, der Masterlab Andreas bin ich, genau der. Für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen, du machst in Berlin das Masterlab Mastering Studio. Du arbeitest auch gerade an einer neuen Webseite dafür. Ja, wie immer. Wie immer, ne? Permanent, oder? Ja, naja, das ändert sich ja ständig, irgendwie der ganze Kram und irgendwie muss man da ja immer dabei sein und so. Genau, klar. Und dann noch die Mehrwertsteuernummer, ne? Ist ja alles nicht einfacher geworden. Dann haben wir noch in der Runde den Marc, unseren Pro Tools-Experten. Und der macht Advertunes. Advertunes, genau. Advertunes, genau. Oh, da hast du aber auch die ganz alte Version unserer Website gefunden. Wie geht das? Was muss ich machen, um die neue zu finden? Advertunes.de eingeben. Da sagte er mir, eben noch, Seite kann nicht aufgerufen werden. Hier, keine Verbindung zum Advertunes. Gut. Habe ich mich vertan, verschrieben? Adventunes.de. Nee, Advertunes. Adver. Wie für Advertising Tunes. Weihnachten ist noch nicht, non Eric. Okay. Advent-Tunes wäre natürlich auch lustig. Wäre gut, ne? Wir machen nur Weihnachtslieder. Ey, das ist auch mal ein Konzept, oder? Ah. Okay, wir haben noch einen Spezialisten für Weihnachtssongs hier, ne? Ja, aber oder? Selbstverständlich, natürlich. Ting, bei fast 30 Grad ist das schon weit hergeholt mit den Weihnachtsliedern. Genau. Und ich habe für dich extra heute ein schwarzes Hemd angezogen, weil bei deiner letzten Sendung gab es ja jemanden, der im Unterhemd da gesessen hat. Da gab es Beschwerden praktisch bei dir im Chat oder so. Und deshalb habe ich gedacht, ich werte die Sendung heute mal modisch etwas auf. Das ist geil. Das ist geil. Dazu muss ich sowieso noch etwas sagen. Ich habe diesen Kommentar auch gelesen. Und da habe ich mir gedacht, ich könnte mal einen kleinen Wettbewerb ausrufen. Und zwar, liebe Musotalk-Zuschauer, wer mir die Sendung sagen kann, in der ich hier am Tresen nur in einer Unterhose stehe, weil es so heiß war in diesem Sommer, der soll sich melden. Das ist nämlich das Schöne an diesem Musotalk-Tresen. Ne? Ihr wisst, doch, man kann es doch sehen. Scheiße. Okay, ich habe doch eine Hose an. Alles klar. Du machst Audio-Workshop. Mache ich, genau. Alles mögliche Schulungen, Videotutorials zum Thema Musikproduktion. Und wir haben bis Ende des Jahres einen relativ vollen Terminplan. Also ich glaube, das sind mindestens noch 20 Seminare. Also noch und nöcher. Wer sich da weiterbilden möchte, kann gehen. Ah, hoho, hallo? Ja, aber bei uns. Ah, da hängt das Netz im Rheintal schon wieder oder im Ahrtal oder wo du her bist. Schön, wie er da hängt, ne? Zeig ihn mal. Ja. Also ich sehe mich bei dir im Hintergrund ganz normal. Ich bewege mich, ich spreche. Alles klar. Gut. Du bist noch da. Perfekt. Bevor wir jetzt mit unserem kontroversen Thema loslegen, möchte ich noch hinweisen auf die Montagssendung. Nächsten Montag hier auf diesem Sender werden Andrew Levine, unser Spezialist für Mikrofonierung, mit ihm haben wir viele, viele Sendungen schon gedreht, wo er in Berlin und anderswo unterwegs ist und Sachen ins Chor, Swingbands, Jazzbands mikrofoniert. Und er sitzt zusammen bei meinem Lieblingsinder, zusammen mit dem Mika, The Elephant. Der ist Schlagzeuger und beide diskutieren über die 5 Klassiker fürs Schlagzeug. Mikrofonklassiker. Da sieht man, ist so ein Schaumstofffüllung innen drin, unter dem Metallgitter. Mhm. Und hinten ist aber die Rückseite doch etwas offener gehalten mit so einem dünnen Metallmesh. Ja, genau, wir haben da extra die Strömung. Ab Montag 6 Uhr hier auf diesem Sender, auf YouTube und überall. Damit ihr nichts verpasst, solltet ihr auf jeden Fall mal den YouTube-Channel von Musotalk abonnieren. So, jetzt legen wir endlich los. Es geht heute um ein Video von FMN Music, das ist der Stefan Rauch. Und der hat einen Summierungstest veröffentlicht bei sich auf seinem YouTube-Channel.
und kommt zu diversen Schlüssen, was denn so die Summierungsqualitäten der verschiedenen DAWs angeht. Wir haben sowas Ähnliches auch schon mal thematisiert, da war auch der Andreas dabei, ne? Im DAW TÜV 3 Teil 3 Bounce-Vergleich. Und da hatten wir natürlich auch das eine oder andere, was uns aufgefallen ist, was bei so einem Bounce-Vergleich unbedingt zu beachten ist, damit man überhaupt zu einem vernünftigen Schluss kommen kann. Wollen wir mal ganz kurz reinschauen ins Video. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter vor. Okay, ich würde sagen, ziemlich klar, FL Studio hat gewonnen, dann Reaper und Studio One fast gleichzeitig und ein bisschen länger dauert Ableton. Hier hat er im Prinzip, um das zu erläutern, im Prinzip erstmal pure, reine Audiospuren hineingezogen. Er hat es nicht genau thematisiert, aber ich gehe mal davon aus, dass die alle schon im Pegel korrigiert sind, sodass das einen Mix ergeben hat. Oder vielleicht war das auch gar kein Mix, den man sich tatsächlich anhören kann. Aber auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass das alles auf 0 dB war, auch in die Mitte gepennt war und man darauf geachtet hat. Na, dann ist das Panning Lawyer egal, ne, Andreas? Wenn ich alles auf 0 in der Mitte gepennt habe, dann... Naja, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, waren das alles Stereospuren. Insofern, das ist etwas leichter zu handeln als mit Monospuren, die man dann eben in die Mitte pennt, weil da tritt ja dann wiederum das Pan-Law mit in Kraft und das kann durchaus unterschiedlich sein. Also wenn man sowas macht und den Regler auf 0 dB lässt, da sind Stereospuren dann im Vorteil. Und ich glaube, er hat auch lauter Stereospuren aus dem Ursprungsprojekt herausgebounced und die dann angelegt. Ich glaube, das ist so. Das ist so, ne? Und dann, um das zu vergleichen, nachher einen Phasencheck gemacht. Da kommen wir gleich mal zu. Jing, deine Lieblings-DAW, die ist die langsamste. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich bounce ja auch relativ oft irgendwie reine Audiospuren raus und rechne die zusammen. Und wenn ich mal geguckt habe, seine Songlänge und das, wie lange Cubase bei ihm gebraucht habe, da stimmt irgendwas nicht. Weil ganz ehrlich, meine, ich habe auch hier, ich habe einen Rechner mit einer SSD drin, ganz normalen, ja, ich sag mal, zwar schnellen Prozessor, aber jetzt auch kein Hexenwerk. Und ich würde mal rein vom Gefühl sagen, dass Cubase da mindestens ebenso bei der Bounce-Geschwindigkeit liegt wie die anderen, wie FL Studio und Ableton Live auch. Deshalb hat es mich total gewundert, dass das bei ihm da so lange gedauert hat. Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Du würdest sagen... Aber er hat ja dasselbe System, ne? Also bei ihm ist es ja im Prinzip vergleichbar. Er hat aber, dazu muss man sagen, er hat irgendwas Merkwürdiges gemacht beim Import, wo er selber anscheinend nicht wusste, weil Audiospuren wieder irgendwo hin kopiert worden sind oder sowas. Also ich vermute mal, dass es vielleicht damit zu tun hatte, keine Ahnung. Aber wenn man ganz normal mit einem Audioordner arbeitet, wo im Prinzip dann die physikalisch vorhandenen Audiospuren drin liegen, dann geht das schneller. Ich weiß ja nicht, wo er die Audiospuren her hat. Hat er die vielleicht an einer angeschlossenen USB-Festplatte importiert und hat in Cubase eben nicht gesagt, in den Projektordner kopieren. Und dann hat Cubase von dieser USB-Festplatte gebounced und die anderen Sachen halt intern von der SSD oder so. Dann ist ganz klar, dass natürlich dann Cubase langsamer ist. Das kenne ich auch. Ich hatte versucht, den Autor des Videos in die Sendung heute zu bekommen. Er hat leider keine Zeit gehabt. Aber das bedeutet natürlich nicht, liebe Zuschauer, dass wir nicht trotzdem bei ihm noch nach der Sendung nachfragen können und das Thema in einem Stammtisch oder in einer weiteren Sendung zum Thema nochmal aufgreifen. Können wir jetzt leider nicht genau nachfragen. Aber ich halte das relativ... Meinst du, könnte sowas ausmachen? Puh, klar, natürlich. Das habe ich ganz oft. Ich habe das Problem letztens auch gehabt, dass ich von einer externen FireWire 400-Platte ein Projekt in Cubase geladen hatte und habe die Sachen rausgebounced und habe mich gewundert, warum das so lange gedauert hat, weil das Auslesen von der Platte in Cubase natürlich weitaus langsamer dauert, als wenn ich jetzt intern mit meinem SSD-Laufwerk oder so arbeite. Das geht natürlich viel schneller. Okay. Gab es auch noch eine Merkwürdigkeit bei Cubase? Die werde ich mal kurz hier anspielen. Also diese hier geht auf einen komplett anderen Ausgang. Und hier ist der Analyzer drin im Stereo-Out. Und wenn ich jetzt hier Spuren hinzufüge, sagen wir mal 5, dann wird diese Zahl von minus 200 ganz plötzlich auf minus 186 gehen. Wenn ich noch mehr dazu mache, geht die Zahl noch höher. So. Das bedeutet, allein leere Spuren machen schon irgendwas im Mixer und verringern den Headroom. Und bei dem Vergleich, den ich jetzt anstelle, geht es wirklich um unfassbar leise Signale hier.
die wir auch nicht mehr hören können und so weiter, aber die müssen halt schon noch irgendwie angezeigt werden. Und minus 172 ist da eine Zahl, die nicht ganz ausreicht, habe ich festgestellt. Okay, ohne Spur nochmal zur Kontrolle, minus 200. So, wir gehen rüber zu Reaper. Und hier sehen wir, selbst mit 20 Spuren haben wir noch einen Wert von minus 300, was natürlich... Wer von euch dreien in der Runde kann mir das erklären, was das für ein Phänomen sein soll? Marc, fällt dir dazu was ein? Leere Spuren. Oh, jetzt hat er auf mich geschaltet. Nee. Leere Spuren erzeugen Noise? Fragezeichen? Du bist gemutet. Immer noch. Jetzt nicht mehr. So. Jetzt nicht mehr, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich finde aber auch 172 dB als. Zur Verfügung stehenden Bearbeitungsspielraum noch sehr großzügig. Andreas, kannst du das mal für uns in eine Relation setzen? Also wenn er hier jetzt sagt, oh ja, hier habe ich 300 dB Signal to Noise und jetzt nur noch 190 oder 140, ist das überhaupt tatsächlich relevant? Können wir denn aus sowas überhaupt auf den Klang und Sound von der DAW überhaupt schließen? Und geht das hier in eine falsche Richtung? Naja, mit Klang hat das sowieso nichts zu tun. Also ich meine, wir müssen uns vorstellen, dass 16-Bit CD-Audio 96 dB Dynamikumfang hat und 24-Bit hat 144 dB Dynamikumfang. Da sind 170 dann immer noch weit darunter. Das heißt, die erscheinen gar nicht. Aber ich glaube, es liegt an der Topologie, wie die DAWs agieren. Denn bei allen hat er ja sozusagen das Ganze im Ruhezustand gemessen. Und ich weiß, dass, also ich bin ja Nuendo-User auch, dass wenn ich dort ein Plugin einbringe, dass das auch im Stopp-Zustand im Prinzip schon funktioniert, möchte ich mal sagen. Also ich habe gestern eine Geschichte gemacht mit einem Gitarrenamp. Und selbst im Stoppzustand rauschte das ganz fleißig vor sich hin. Und dann dachte ich, warum eigentlich? Und so, das liegt daran, dass quasi diese Plugins schon im Ruhezustand laufen. Was auch bedeutet, wenn ich Stopp drücke, dass zum Beispiel der Hall weitergeht, das Delay weitergeht und so weiter. Bei manchen DAWs ist das nicht so. Das heißt, wenn sie im Stopp-Modus sind, dann ist einfach das komplette Processing abgeschaltet und vielleicht haben die verschiedenen DAWs daher den höheren anscheinbaren Headroom, wobei mit Headroom hat das ja nichts zu tun. Also das ist einfach nur sozusagen der Ruhe-Geräuschpegel, der Signal-to-Noise-Ratio. Und wie gesagt, 170, 180 oder 300 dB, das ist völlig uninteressant. Also das hat mit Klang erstmal überhaupt nichts zu tun. Weiß der Marc, wie das bei Pro Tools funktioniert? Sind da die Spuren alle immer scharf oder ist es eher so, wie das Logic macht, dass man da versucht, irgendwie für die verschiedenen Einsatzzwecke und Gebiete, deswegen hat Logic, das weiß ich, verschiedene Engines für die AUX-Sense hat es ein bisschen ein anderes Verfahren, für die Instrumentenspuren ein bisschen was anderes das war früher, als man eben wenig Rechenleistung hatte, für mich tatsächlich ein Argument für Logic, da ich tatsächlich mehr abspielen und mehr nutzen konnte unter Logic, weil nur dann CPU abgefragt wurde, wenn es auch wirklich benötigt wurde. Und Cubase hat ja sofort, sobald man ein Instrument reingemacht hat, Plugin reingemacht hat, wie Andreas sagt, ist sofort die volle CPU abgefragt. Obwohl, ich muss gleich noch beim Ching nachfragen, ich glaube, da hat sich bei Steinberg aber auch was geändert. Aber erstmal zu dir, ja. Marc. Genau, bei Pro Tools war das auch immer so wie das halt früher bei Steinberg auch war. Also du hast ein Plugin reingetan und es hat halt sofort die Leistung sich genommen, die es braucht zum Betrieb. Und es war nicht so clever, dass es halt geguckt hat, oh, hier ist jetzt gerade auf der Spur gar nichts, und die Spur ist auch nicht scharf geschaltet, irgendwie auf Input durchschleifen. Also kann ich das wegschalten. Aber mit Pro Tools 11 hat sich das geändert. Da haben die mit diesem neuen AAX-Format halt ihr grundsätzliches Plugin-Handling auch verändert. Jing, wie ist das jetzt bei Cubase? Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht mehr ganz so, ne?
Er bildet gerade wieder anscheinend. Ich hoffe, ihr hört mich. Jetzt bin ich da, genau, okay. Das Rheinland schaltet sich immer aus. Ja, genau, das Rheinland geht auch auf Standby, wenn gerade ich nicht gebraucht werde. Ja, genauso das ist sehr clever, das Rheinland. Genauso ist es bei Cubase auch. Also alle VST3-Plugins, die haben die Eigenschaft, dass sie nur dann Prozessor-Power brauchen, wenn auch wirklich ein Processing stattfindet. Und ansonsten schalten die sich praktisch auch aus und verbrauchen nichts. Aber um zu dem Test nochmal zu kommen, den du eben gemacht hast, dass Cubase im Ruhezustand bei Audiospuren im Prinzip einen gewissen Pegel erzeugt. Das habe ich natürlich nochmal nachgetestet und ich habe was Interessantes festgestellt. Ich habe ein Projekt mit 100 Spuren, 100 leeren Audiospuren geladen und habe dann natürlich auch so, ich glaube, minus 170 dB gehabt. Dann habe ich alle Audiospuren gruppiert. Und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, ist diese Anzeige auch auf minus 200 wieder zurückgesprungen. Also meiner Meinung nach ist das irgendwie ein Bug in Cubase sogar, weil im Prinzip wird das nicht die ganze Zeit erzeugt, sondern wirklich nur beim Anlegen von Spuren oder beim Hinzufügen von Spuren. Sobald ich die einmal gruppiere oder danach löse ich die Gruppierung wieder, ist das ganz normal auch so, dass es, wenn man so will, Totenstille herrscht. Ah, das heißt also, wenn ich jetzt ein Projekt, wenn er das Projekt gespeichert hätte, wieder eingeladen mit den leeren Spuren, dann wäre auch 300 dB. Das weiß ich, ja, das könnte sein, das habe ich nicht probiert. Ah ja, okay. Und ich habe natürlich noch weiter probiert, was mir aufgefallen ist. Also ganz ehrlich, ein Projekt mit 100 leeren Spuren, damit arbeitet kein Mensch. Ich habe einfach gedacht, wie sieht's denn aus? Nein, Moment. Widerspruch. Bestimmt gleich auch aus der Regie, du. 100 leere Spuren? Was macht ihr Jungs mit 100 leeren Spuren? Ich habe ein Projekt geladen mit 100 vollen Spuren, nämlich da waren irgendwie 40 Audiospuren drin, 60 Instrumentenspuren, ein abgemischtes Projekt, also wirklich ein ganz normales Projekt unter Volllast und habe mir dann einfach mal in Cubase angeschaut, wie sieht's denn da aus bei einem Standardprojekt und bin da auch auf irgendwie 168 dB gekommen. Also wenn ich nicht abspiele. Und jetzt habe ich das gleiche in Logic gemacht. Da habe ich zwar nicht das gleiche Projekt gemacht, aber ein ähnliches Projekt. Und Logic hat sogar 152, also minus 152 angezeigt. Aber für mich sagt das, wie Andreas eben auch gesagt hat, das spielt sich in einem Bereich ab, der eigentlich vielleicht noch mathematisch interessant ist, aber der uns eigentlich klangtechnisch überhaupt nicht interessiert. Genau, ich habe hier jetzt auch mal aus dem Video DAW-Summierungstest diese kleine Übersicht mal hochgeholt, da sieht man eben 32 Bit, ne? Hier. So, also wir sind im Prinzip noch bei allem, was wir da zu bemängeln hatten, über der 32-Bit-Auflösung. Ne? Über der 24-Bit-Auflösung meinst du? Über der 24-Bit, genau. Zwischen 24-Bit und 32-Bit-Auflösung. Andreas, wie relevant ist das jetzt? Also ist denn das, gibt es überhaupt eine Chance, auch wenn man da jetzt, wir werden ja gleich darauf kommen, was er da jetzt gemessen oder rausbekommen hat, kann das überhaupt einen Schluss darauf zulassen, ob eine Summierung besser oder schlechter klingt? Aber wir könnten doch tatsächlich, wenn wir jetzt wissen, zwei oder drei DAWs führen zum, löschen sich wirklich 100% aus. Dann können wir doch aber 100% schließen, dass diese beim Summieren keine unterschiedlichen Rechenverfahren anwenden. Das ist richtig. Also ich glaube, er hat versucht, also ich weiß gar nicht, wissen wir eigentlich, welche Versionen er benutzt hat? Oh, das hat er nicht gesagt. Ich glaube, das hat er gar nicht beschrieben. Nee. Aber gut, wäre natürlich auch interessant gewesen. Es ist so, dass natürlich man sagen kann, wenn sich diese Bounces definitiv komplett auslöschen, dann kann man sagen, dass sie zumindest gleich summieren. Das ist, kann man einfach mal so sagen, ja. Bis auf eben in einen Bereich, der weder hörbar und fast nicht mehr messbar ist. Die Frage, ob das jetzt besser klingt oder nicht, ich glaube, die stellt sich letztendlich nicht, weil sobald man in irgendeiner Art und Weise mit Prozessoren, mit Plugins, mit Instrumenten arbeitet, sind diese Zahlen und diese Rauschabstände sind völlig irrelevant. Also ich glaube, es geht auch wirklich nicht darum, klingt die eine besser oder andere oder schlechter, sondern das Einzige, was man eben sehen kann, ist die Summierung korrekt
Also treten da Fehler auf, was man dann auch bei, was war das, Vegas Pro? Hm, werden wir gleich nochmal wo es dann eben Glitches gab, warum auch immer. Kann natürlich auch sein, dass er zwischendrin mal seinen Browser aufgemacht hat. Wobei ich das nicht glaube, aber solche Sachen passieren ja. Und von daher sehe ich das eigentlich, ich meine, es ist ein schöner Test, hat er gut gemacht sozusagen. Und ich fand den Analyzer auch ganz interessant. Das Einzige, was wirklich interessant ist für mich jetzt, ist ganz am Ende hat er noch mal eine Differenz gebounced. Ich weiß jetzt leider nicht mehr von welchen DAWs, aber es müsste ja, das eine müsste Cubase gewesen sein und eine der anderen, wo dieser Unterschied dann durch eine Normalisierung von 135 dB nach oben hörbar gemacht wurde. Ja, da kann man und da hört man, dass da irgendwo ein Dithering gefunden hat. Das könnte sein, dass zum Beispiel Cubase nach 32-Bit dithert oder, also da müsste man jetzt genauer reingucken, aber es ist auf jeden Fall musikalischer Content in diesem Dithering und oder in diesem Noise und das ist eine ganz typische Geschichte, die eben im beim Dithern passiert und, aber wie gesagt, 135 dBA, nicht dBA, Entschuldigung, dBFS natürlich, das ist einfach so viel, das kann ich überhaupt nicht transportieren. Das ist einfach das Problem. Also da könnte ich jetzt ein 24-Bit-File jemanden in die Hand drücken und der würde sagen, warum schickst du mir Stille? Also das ist einfach völlig irrelevant. Wir können ja mal kurz reinhören, ja? Ja, man hört tatsächlich Musik, ne? Ja, es ist hauptsächlich hört man die Snare, warum auch immer. Also es ist bestimmt interessant, das sich mal da mal reinzugucken. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, sobald ich ein EQ anschalte oder irgendwas, irgendein Plugin, einen Hall oder sonst was, ciao. Also da ist, sind diese Unterschiede irrelevant, ja. Aber anscheinend, und das nehme ich für mich mit, sind diese DAWs, die jetzt in 64-Bit-Float arbeiten, dann in gewisser Weise doch etwas korrekter, grundsätzlich, mathematisch. Mhm. Aber wenn wir zurückkommen auf das Thema Klang, spielen wir doch alles auf Band, damit es irgendwie ordentlich knallt und gut klingt. Oder ich meine, wenn ich meine Mastering-Kette messe, ich weiß nicht, ich habe es schon lange nicht mehr gemessen, aber wenn da alle drin ist, dann habe ich irgendwie ein Signature Noise irgendwie, glaube ich, von 90 dB oder so. Also weiß ich nicht mehr. Also weit unter dem, was jetzt diese DAWs machen. Okay, hören wir nochmal rein, was er hier jetzt noch rausgefunden hat. Würde ich mal behaupten, von jedem normalen Menschen. Deswegen, alles, was hier anders ist, ist so gering, also hörbar, weiß ich nicht. Da, insofern haben wir vielleicht schon mal debunked, dass Leute sagen, okay, wenn ich in Ableton was rausrender oder so, dann klingt das dumpfer, als wenn ich das in Cubase rausgerendert hätte. Das, denke ich, kann man einigermaßen sagen, dass das nicht wirklich der Fall sein kann. Was das nicht ausschließt, ist, dass wenn man in einem Projekt, in irgendeinem Programm, sagen wir in FL Studio, wenn man da irgendwas wiedergibt, dass schon mal... Mal kurz ein bisschen weiter, hat ja dann nochmal... 300 im Stillen. Nämlich herausgefunden, 135. Immerhin, dass Reaper, Ableton und Studio One, die mit 64-Bit arbeiten, alle sich komplett auslöschen bei minus 300 dB. Marc, da kann ich doch jetzt davon ausgehen, dass diese drei Programme, wenn es nur um das reine Zusammenmischen von Audiospuren geht, absolut zum gleichen Ergebnis kommen. Aber wirklich 100% wahrscheinlich. Sam, bis aufs letzte Bit. Ja, das wird sicherlich so sein. Ich finde nur tatsächlich, dass die Relevanz dieser Sachen, die jetzt da rausgefunden worden sind, relativ gering ist. Wenn ich mir überlege, dass wenn man früher mal bei einem analogen Mischpult einfach nur mal 24 Kanäle hochgeschoben hat
und hat da mal den Signal-to-Noise gemessen. Also selbst bei den besten Dingern, da wirst du wahrscheinlich nicht mehr geschafft haben als 50 oder 60 dB überhaupt als Abstand. Und von daher ist halt, also das bewegt sich alles in so einem für mich völlig irrelevanten Bereich, dass das zwar, sag ich mal, eine interessante theoretische Untersuchung ist, aber die für die Praxis für mich überhaupt gar keine Rolle spielt. Doch, für mich schon. Weißt du, warum, ja? Marc? Ja. Weil man könnte ja zu dem Schluss kommen, die sind anders. Also vom Sound her, vom Summieren, ne, könnte man sich einbilden, Mann, der Reaper, der hat eine bessere Audio-Engine, da klingt schon das Summieren besser. Es ist mir nämlich tatsächlich schon passiert, dass ich geglaubt und behauptet habe, dass Traction besser summiert als Logic, um dann festzustellen in einem Bounce-Test, das ist alles Quatsch. Und deswegen ist hier schon mal auf jeden Fall, egal wie irrelevant die 300 dB oder die 140 dB sind, für mich schon interessant herauszuarbeiten zu können, dass es zum Beispiel garantiert schon mal drei gibt, die nicht anders summieren können, weil sie dasselbe Ergebnis liefern. Sodass ich also schon mal, wenn wir nur das Soundproblem nur auf das Summieren reduzieren, können wir nach dieser Sendung sagen, das ist wirklich Quatsch. Also das reine Summieren wird den Sound gar nicht beeinflussen, weder ins Positive noch ins Negative. Das ziehe ich mir da auf jeden Fall schon mal raus, oder? Genau. Das hätte ich aber genau. Vorher, und deswegen summieren wir alle analog irgendwie, damit wir endlich wieder einen Rauschabstand von nur noch 60 dB haben. Und weil das viel besser klingt als diese 300 dB. Genau. Weil das Cubase, das hat ja nur 32-Bit-Float. Ne? Und du, oh, nur? Ja, tut ja, mir leid. Hat ja gar nicht gut abgeschnitten. Entschuldigen. Ne? Genau. Ich hab da was Schönes zum Thema, wenn jetzt wirklich jemand denkt, Cubase, und da war, glaube ich, noch, wer war noch dabei? War das Studio One oder so? Reaper. Die nicht so gut angeblich abgeschnitten haben. Irgendeiner sagt jetzt, okay, ich steige jetzt um auf Ableton Live, weil das summiert ordentlich. Dann möchte ich gerade mal ein Zitat anbringen, was ich gestern noch auf Facebook gelesen habe von einem von mir geschätzten alten Haudegen, Dirk Matten. Kennst du ihn vielleicht auch noch? Er hat ja was sehr Interessantes geschrieben. Und zwar, viele Menschen glauben, ihre Kreativität und musikalische Qualität wachse mit der Menge der zur Verfügung stehenden Gerätschaften. Das stimmt aber gar nicht, denn wir wissen, dass übertriebenes Streben nach zusätzlicher Technik letztendlich nur eine Rechtfertigung für eigenes Unvermögen ist. Jo, ja, hurra. Ne? Bisschen brutal. Das heißt aber auch, ich meine, hören wir uns doch mal die Musik an, die im Laufe der letzten Jahrzehnte aufgenommen worden ist. Hat sich irgendeiner über die Klangqualität der 60er, 70er Jahre Produktion irgendwie mokiert? Ich habe letztens noch eine alte Suite-Nummer gehört. Die klingt grauenhaft, aber es ist ein geiler Song. Welcher Song? Und, das war Big, wie heißt er? Big Wham Bam. Diese Big alte. Big Wham Bam. Ja, genau. Gonna make you understand. Ja, coole Nummer. Klingt. Hört das heute mal an. Das klingt beschissen, aber es ist ein Song. Du bist am Mipwippen. Das ist einfach eine tolle Nummer. Und genau eigentlich geht es doch darum. Ja gut, aber ich meine, darum, dass wir jetzt irgendwie darum geht's gar nicht. Nein. Ich meine, dass diese, du wirst das auch sehen, auch unsere Sendung wird für viele Kommentare sorgen und das Thema ist noch lange nicht beendet, denn ich weiß es ja auch vom Dirk Ulrich, der hat ja auch gesagt, Mann, wir haben so viel in Foren gelesen, dass unsere Plugins unter den verschiedenen Plugin-Formaten anders klingen, dass wir uns, obwohl wir wussten, es kann nicht sein, weil wir genau das Gleiche in allen DAWs machen. Wir haben es doch mal alles noch mal durchgecheckt und auch den Phasencheck gemacht. Und nein, es wird aber immer wieder behauptet. Und habe mich ja selber schuldig gemacht. Ich meine, ich habe sowas, so einen Quatsch auch schon mal behauptet, dass verschiedene DAWs anders summieren und anders klingen. Es ist nicht so. Marc, wie kommt das dazu? Was steckt da dahinter? Also ich würde immer sagen, für mich ist das Wichtigste ist das Handling. Also komme ich sozusagen gut mit dem Programm aus, das ich da ausgewählt habe, mit dem ich arbeiten will. Und ich sage mal, im schlimmsten Fall, wenn es solche Erscheinungen gibt, wie da in dem 135 dB hochgerechneten Fall, dann muss ich eben halt, wenn ich dadurch meinen Klang verschlechtere, muss ich halt beim Mix noch ein bisschen nacharbeiten, um auch diese
in Anführungszeichen schlecht klingende DAW dahin zu bringen, wo ich es haben will. Ich glaube tatsächlich, dass die meisten Probleme eigentlich im Handling liegen. Mhm. Und wenn man dann gerade halt frisch auf eine andere DAW gewechselt hat und da vielleicht auch noch nicht so richtig fit damit ist, sondern auch gar nicht alle Einstellungen kennt, zum Beispiel, sage ich mal, dieses Thema Pan-Law, also bei ganz vielen DAWs kannst du es ja einstellen. Und das kann ja schon für einen irgendwie gepennten Mix einen gewaltigen Unterschied machen. Ja, total. Du halt ja. Wie mit -3,5 oder -5 oder -6 oder was weiß ich was arbeitest. Also von daher, ich glaube tatsächlich, das Wesentlichste ist das Handling. Komme ich gut damit zurecht, dann kann ich mir halt auch alles so hindrehen, weil, ich sag mal, die technischen Unterschiede, die zwischen diesen DAWs herrschen, sind deutlich, also ich sag mal, um ein Hundertfaches geringer, als das früher war zwischen verschiedenen Typen von analogen Mischpulten. Mhm. Na, und Bandmaschinen und also allen Komponenten, die damals eine Rolle gespielt haben. Also ich sag mal, das ist wirklich, wir reden hier von Mühchen. Und die wirkliche Entscheidung, die triffst du durch deine Bedienung. Und glaubst du nicht auch, dass dieser ganze Irrglaube, dieses Problem, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass wir irgendwas hören, was gar nicht stattfindet, damit zusammenhängt, dass die meisten so eine subjektive, ne, sie haben erstmal so eine subjektive Vorkonditionierung, dann vergleichen sie oft Sachen nicht korrekt. Also ich kenne nur einen Platz auf der Erde, an dem ich jemals bisher in meinem ganzen Leben in der Lage war, wirklich einen echten A-B-Vergleich zu machen. Das war beim Kollegen Balaskas in seinem Studio. Er ist in der Lage, tatsächlich zwischen zwei Signalen so umzuschalten, dass sie exakt die gleiche Lautstärke haben und dass das auch sofort geht. Also mit Schalter umschalten, zack, zack, zack. Mhm. Dann ist das möglich. Wir haben nämlich nur eine Aufnahmekapazität im Hirn von vielleicht 1-2 Sekunden. Danach haben wir das schon, können wir das schon gar nicht mehr relevant setzen. Mir wurden viele Leute, haben mir mal Sachen vorgespielt, die haben gesagt, hör mal jetzt hier in Traction. Mhm. Warte mal, ich fahre jetzt mal runter, jetzt mal in Logic. Hör mal jetzt in Logic. Da muss man einfach sagen, das kann man gar nicht. Das ist gelogen. Das kann man gar nicht vergleichen so. Ja, also das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, es liegt einfach nur daran, heute, man kann solche Vergleiche anstellen, weil sich die Leute erlauben können, alle diese Programme auf ihrem Rechner zu haben. Früher konnte niemand vergleichen. Also klingt jetzt ein SSL-Pult besser als ein Neve oder Mackie besser als ein vergleichbares anderes Produkt oder sowas. Das ist aber, ne, also ich finde tatsächlich, für mich ist die Haupterkenntnis, es ist so, wie ich es vermutet habe, die Unterschiede, wenn sie halt da sind, sind sie minimal. Ich finde selbst diese Handling-Unterschiede beim Bouncen, die spielen für die Zeit, die du eigentlich reinsteckst, um einen Mix hinzukriegen. Und ob du dann nachher, wenn du meinetwegen einen 3-Minuten-Mix runterrenderst und das dauert bei dem einen 15 Sekunden und bei dem anderen 30 Sekunden, ist doch Wurst, oder? Absolut. Also ich gehe in der Zwischenzeit sowieso vielleicht mal aufs Klo oder mir was zu trinken holen und das schaffe ich gar nicht so schnell. Wollen wir mal probieren, den Rest der Sendung damit zu füllen, dass wir uns überlegen, welche Faktoren denn in einer DAW oder zwischen verschiedenen DAW eventuell doch für klangliche Unterschiede sorgen können. Da fällt mir nämlich eine Sache auf jeden Fall ein. Mir ist zum Beispiel bei Cubase oder bei Studio One ist das, glaube ich, immer so. Einen von den beiden, vielleicht auch noch bei vielen anderen DAWs. Die haben, wenn man nicht aufpasst, eine automatische Tempo-Pitch-Shift, also Tempo-Analyse, Time-Stretch eingebaut, sodass man, wenn man nicht aufpasst, mal was reinzieht und das wird dann gleich gestretched. Habe ich ein paar Mal schon gehabt. Ableton Live hat ja auch den Warper, der permanent, ich weiß nicht, den kann man wahrscheinlich auch abschalten, aber da habe ich von mehreren schon gehört, dass diese Funktionalitäten, wenn sie dann an sind, ob man das nicht beachtet hat, dann nämlich genau zu extrem, tatsächlich zu hörbaren Unterschieden führen kann. Der Andreas schüttelt schon mit dem Kopf oder nickt zustimmend, das wird er jetzt gleich. Naja, ich meine, es ist natürlich klar, also wenn ich jetzt in meine DAWs was mit der falschen Sample Rate reinziehe und es macht eine automatische Sample Rate Conversion oder ein Warp, dann brauche ich mich natürlich nicht wundern, dass das irgendeinen klanglichen Einfluss hat. Also das ist einfach Operator-Fehler. Ja? Also brauchen wir doch nicht... Bitte? Naja, aber ein Operator-Fehler, also mir ist es einfach zum Beispiel bei Studio One immer wieder das Problem, dass mir 2-3 Mal schon passiert ist,
Operator-Fehler, ja, aber ich habe irgendwie die Schalter immer gesucht, wo ich dann sagen kann, ich will das so einstellen. Aber Non-Eric, das liegt doch daran, dass du dein Werkzeug dann in dem Moment nicht richtig kennst. Also ich meine, wir müssen uns einfach mal klar machen, dass wenn man diese Arbeit, die wir alle machen und die, dass man natürlich sein Werkzeug auch kennen muss und dementsprechend solche Fehler einfach nicht passieren. Gut, aber sollten. Ist das nicht, aber Andreas. Wenn sie dann passieren, dann ist es Operator-Fehler. Das liegt es dann nicht an dem System, dass es zu doof ist, sondern dass es leider, und das kennen wir ja auch von anderen Produkten, dass sie uns versuchen, es so leicht wie möglich zu machen, dass es jeder Doofi irgendwie beherrschen kann oder beziehungsweise damit was erstellen kann. Wenn du jetzt aber dann auf absolute Klangqualität oder absolutes klangneutrales Verhalten gehst, dann darfst du das nicht machen. Und da muss man natürlich auch RTFM sagen. Ja, okay. Also das ist ja auch okay, read the fucking manual. Aber du hast gesagt, dann darf man das nicht anmachen. Aber was ist, wenn es einfach an ist und du das jetzt... Ne, das aber dann ist das ja genau das, was ich eben auch gesagt habe. Dann passt das vielleicht, ich sag mal, wenn man es etwas günstiger ausdrücken will, dann passt das vom Handling halt nicht zu dir. Genau, das habe ich mir hingeschrieben. GUI-Handling, ja? Workflow. Wendet das Programm sozusagen da irgendwie immer eine Aktion von dir, dass du das immer aktiv ausschalten musst und du aber das gerne mal vergisst, halt irgendwie dann passt das für dich nicht. Dann ist das blöd. Hm. Hier schreibt einer auch, Ustreamer 53381, dieses Feature in Studio One spielt total verrückt bei Clips, die zusammengeglut sind. Das hatte ich auch, zum Beispiel diese automatische Tempoanpassung passierte zum Beispiel bei Tempowechseln, wo ich dann über den Wechsel Gitarre aufgenommen habe. Da wurde das also verstretched, das, was ich vorher gemacht habe. Können wir denn sagen, auch Bugs können einen Einfluss auf den Sound haben? Nein, das ist absolut, auf jeden Fall. Ja, klar. Und wo können da Schwachstellen sein? Mir fällt nämlich noch eine andere ein. Latenzkompensation ist mir aufgefallen. Die Latenzkompensation ist oft ein Problem. Ja, natürlich. Das auf jeden Fall. Ob sie gut funktioniert und ob da hängen ja dann... das liegt dann nicht nur an der DAW. Ich meine, du erinnerst dich vielleicht an unseren Test, glaube ich, mit dem FabFilter Q2, wo wir umgeschaltet haben zwischen Natural Phase und Linear Phase. Mhm. Und sobald man umgeschaltet hat, ist natürlich die Latenzkompensation im Eimer, weil das Plugin oder weil die DAW, das weiß ich jetzt nicht, wie rum es ist, aber zumindest wird die nur beim Starten abgefragt. Und wenn ich im Plugin das ändere, dann stimmt die halt nicht. Und schon ist es vorbei. Ja? Also da können natürlich Sachen passieren. Da können ja verrückte Sachen passieren, dass ich was höre, während ich arbeite an den Track und ich lasse immer im Loop laufen. Ne? Mehrere Minuten, arbeite daran, fummel irgendwas rum. Hey, klingt geil. Ich mache Stopp, starte wieder, mache Play und es klingt anders. Kann passieren. Dann. Ja klar, natürlich. Wow. Nein, also was prinzipiell glaube ich, und das kriege ich natürlich bei den bei neuen Mixes oder so, die ich im Mastering bekomme, immer wieder mal mit, ist, dass es gar nicht so einfach ist, eben genau das Gleiche zweimal zu bouncen. Denn sobald ich Hall, Delay, Chorus, Flanging, Gitarreneffekte, die jetzt nicht hundertprozentig starr am Sample hängen, sondern vielleicht an der Zeit oder an einer Modulation hängen, also Synthis zum Beispiel, die eine Modulation haben, die dauerhaft läuft und nicht irgendwie getriggert wird, da sind die zwei Bounces unterschiedlich. Hm, macht Sinn, ja. Und die wenigsten Leute vergleichen jetzt denselben Bounce hinterher nochmal. Also sprich, einmal bouncen, dann nochmal bouncen und dann diese beiden Versionen vergleichen. Das macht fast keiner. Aber ich muss es ganz oft, weil mir jemand dann eine neue Version schickt. Und dann muss ich gucken, was hat er denn geändert? Und dann mache ich eben auch einen Phase-Reverse-Check. Und dann bleiben oft Sachen übrig, die in der einen Version vielleicht ein Müh leiser oder anders waren. Also leiser weiß ich nicht, aber anders, ja. Und es gibt so viele Prozesse, die eben bei jedem Abspielen, bei jedem Bounce, ob der jetzt offline oder online ist, ist eigentlich egal, ein ganz leicht anderes Ergebnis erzeugen und dementsprechend klingt es dann auch anders. Mhm. Das ist eine Gefühlssache ganz oft, dass man sagt, also irgendwie stimmt die Version nicht, warum auch immer.
Okay, hier haben wir noch eine korrekte Frage. Das kann aber auch eine konkrete sein. Ne? An den Ching aus dem Chat. Und zwar Muko69 hat gefragt, bei Cubase klingt auch der Echtzeit-Mixdown anders und finde besser als der Offline-Mixdown. Vielleicht kann mir das der Ching erklären. Und nicht nur ihm, sondern auch mir. Ja. Ich habe eine Vermutung, ganz einfach. In Cubase hast du ja einen 32-Bit Floating-Point-Mixer, eine Audio-Engine, die man übersteuern kann. Ich glaube, bis 54 dB über Null, bis es anfängt zu zerren. Das habe ich auch ganz oft. Ich mache einen Mixdown und der Master geht natürlich in den roten Bereich. Das ist, solange ich in Cubase bin, überhaupt kein Problem. Sobald ich dieses Signal aber rausbounce, werden natürlich im Prinzip wird das Signal glatt oben abgeschnitten und es klingt auch anders. Das heißt, um das einen. Das darf doch gar nicht sein. Natürlich ist das so. Um einen identischen Sound zu erhalten, müsste er mal Folgendes machen. Und zwar, wenn er seinen Mix fertig hat, sucht er sich mal die lauteste Stelle im Song aus. Kann man ja ablesen dann in der dB-Anzeige im Master und regelt im Pre-Rec. Da gibt es einen kleinen Gain-Regler. Da regelt man das Signal, bevor es in den Master geht, um diesen Betrag zurück. Sagen wir mal, das Signal geht 6,5 dB über Null. Also regelt man, sagen wir mal, vielleicht sogar 6,6 dB zurück. Das heißt, dann übersteuert er nicht mehr. Und das hört er sich an. Und dann macht er einen Bounce. Und dann wird er merken, dass es absolut identisch klingt. Ich habe da eine ganz andere Vermutung. Okay. Weil klippen würde es beim Echtzeit abhören und beim Bouncen genauso. Also sofern er das nach 32-Bit dann gebounced hat und im selben Projekt oder in derselben DAW abhört. Nein, ja, wenn das abhört, aber wenn das in einem anderen, ich höre sowas zum Beispiel immer in QuickTime ab, da hört man nämlich ganz schnell. Böse Falle. QuickTime, bitte nicht über QuickTime reden, irgendwie böse Falle. Weil da passiert so viel, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Nee, da gibt es einen ganz anderen, also ich behaupte mal, da gibt es einen ganz anderen Grund. Und zwar gibt es sehr viele Plugins, die eine Einstellung haben oder vielleicht sogar, ich würde fast vermuten, ist manchmal auch gar nicht einzustellen, sondern das ist eine quasi Automatik, dass sie in Echtzeit eine andere Rechentiefe benutzen als im Offline. Was Sinn machen könnte. Das, ja, natürlich, ganz klar. Also das ist dann so dieser High-Quality-Modus und der ist dann nur im Offline-Bouncing, weil sich da natürlich der Prozess so viel Rechenzeit nehmen kann, wie er braucht oder wie er möchte, aktiv. Und dann klingt es anders. Das ist ganz einfach, wenn ich jetzt also einen Limiter, ich glaube, das Thema wurde auch gerade im Chat ab und an etwas weiter vorne definiert oder beziehungsweise angesprochen, wenn ein 2-Minuten-Stück eine halbe Stunde Rechenzeit benötigt im Offline-Bounce, dann ist definitiv sowas am Start. Also, oder es ist irgendwas anderes, was den Rechner gerade lahmlegt. Aber wenn ich zum Beispiel einen Limiter, ich denke da an Voxengo Elephant, glaube ich, zum Beispiel. Wenn ich den in Echtzeit, in Realtime benutze, dann hat er eine gewisse Qualität und ich habe eine Möglichkeit zu sagen, bei Offline-Bounce super Quality, dann kann es passieren, dass mein 2-Minuten-Stück irgendwie 5 Minuten rendert. Weil der ein Upsampling macht, ja, der macht ein vielleicht 2-, 4-, 16-fach Oversampling, das natürlich Rechenleistung benötigt und dann klingt es auch anders. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Limiter benutze, also gerade Limiter ist ganz oft der Fall oder auch Hallgeräte übrigens. Also gerade Hallgeräte sind ganz oft, siehst du, AOM Limiter 16-fach Oversampling. Das ist klar, 16-fach Oversampling, ja, das muss rechnen. Okay, aber Andreas, die Frage ist ja nur, also die sich mir stellt, ist das überhaupt ein für mich wünschbares Ergebnis? Das wollte ich dich gerade fragen, das ist ja Gedankenübertragung. Dass mein Mixdown dann nachher, der ist ja dann nicht so richtig vorhersehbar. Also, ich höre im normalen Online-Betrieb, höre ich etwas, das dann nachher durch diese super High-Quality, das mag vielleicht in deinem Arbeitsbereich ja sogar sehr erstrebenswert sein, dass man halt sagt, gut, ich will versuchen, dass das eigentlich noch exakter halt irgendwie rechnet, aber für mich beim normalen Mixen von Musik, mich würde das eher irritieren, wenn das nachher anders klingt. Genau, Marc, das ist nämlich eine Sache, die mir oft auffällt beim Musikmachen mit dem Rechner ist,
I do not hear what I get. Also, es passieren halt einfach Sachen unter verschiedenen Umständen oder ich habe es eingespielt und es kommt nicht wieder zurück. Und weil da zum Beispiel Input-Latenz-Kompensation nicht richtig funktioniert und. Passiert mir sehr häufig und das ist eigentlich für mich eine Grundforderung. Da muss ich dir total recht geben. Ich will gar nichts anderes hören, während ich die Musik mache, als das, wenn ich sie nachher abgemischt rausgegeben habe. Logisch. Das ist ja korrekt. No. Das Problem kommt natürlich daher, dass diese Plugins zum Teil zu einer Zeit programmiert wurden, als es eben mit der Rechenleistung noch nicht toll war. Und man hat dann gesagt, naja, damit du überhaupt den Hall hören kannst, nimmst du halt die Easy-Variante sozusagen. Ja. Wenn du es dann rausbounst, dann berechnen wir es richtig gut, ja. Mhm. Das ist natürlich nicht mehr ganz Stand der Dinge und ich muss da Marc ganz klar recht geben. Ich will auch nicht was anderes hinterher haben, was ich vorher nicht gehört habe. Also meine Limiter arbeiten in den seltensten Fällen in Oversampling-Modus und wenn, dann möchte ich den bitte auch in Echtzeit hören, das ist doch ganz klar. Also. Marc, kurze Frage an dich, weil ich mir da nicht sicher bin, wie der Stand der Dinge da ist. Klingt denn auch bei Pro Tools on und offline anders? Hast du da mal eine Erfahrung machen dürfen oder können? Ja, du, in meinem alten TDM-System natürlich nicht. Gibt's gar ja kein Offline. Sehr gut. Gibt's ja noch gar kein Offline. Und ich habe das schon häufiger jetzt gelesen, dass Leute das über Pro Tools 11 behauptet haben. Ich habe so einen direkten 1-zu-1-Vergleich habe ich noch nicht gemacht. Ich habe aber auch schon häufiger mit Pro Tools 11 Sachen offline gebounced und ich war mit den Ergebnissen eigentlich immer ganz zufrieden. Also von daher habe ich selber so jetzt noch nicht erfahren. Und wenn du nicht zufrieden warst, lag es mit Sicherheit nicht am Pro Tools oder an dir, ne? Oder an dem einen. Ich meine, das ist bei mir ja ähnlich. Also Leute, ich meine. Der größte Fehlerfaktor bin ich. Genau, also bei mir ist es ja auch so, wenn ich abends meine Kette ausschalte und habe was gebounced und mache das am nächsten Morgen wieder an, da klingen die Geräte anders, ja, weil natürlich eine thermische Aufheizung von Röhren und Class-A-Gerät, das hat einfach Einflüsse. Und wenn die Geräte kalt sind, dann klingen sie anders, als wenn sie richtig heiß sind. Und gerade jetzt bei diesen Temperaturen, wobei heute geht es ja eigentlich. Worüber reden wir? Na, die Musik wird vor dem Mikrofon gemacht. Das sowieso, das haben wir auch schon mehrfach. Aber wir wollen ja alle nicht hören. Ne? Wir wissen es alle, aber wir sind da einfach autistisch und sagen nö. Hier schreibt noch jemand, Ustreamer 43.881, der Chat ist heute sehr produktiv. Kein Unterschied bei Pro Tools zwischen Online und Offline, wurde getestet. Schreibst du noch ganz kurz rein, wer das getestet hat und wo in den Chat, da würden wir uns drüber freuen. Ja, genau, das würde ich auch gerne mal lesen. Ja. Gut. Ja, ich glaube, das ist halt tatsächlich so. Ich habe irgendwann auch mal von einem Mix-Engineer ein ganz lustiges Interview gelesen. Da wurde der auch, ich glaube, das war von Sound on Sound befragt, dass er nun irgendeinen Hit gemischt hatte und wie er das denn hingekriegt hätte, das sozusagen so toll zu machen. Und der hat dann im Grunde gesagt, naja gut, also an dem Tag war ich so drauf, da habe ich so gemacht, da habe ich diese Plugins verwendet. Wenn ich das vielleicht 2 Tage später gemacht hätte, hätte ich es wahrscheinlich ganz anders gemacht. Es wäre vielleicht auch ein gutes Ergebnis geworden, vielleicht auch ein bisschen schlechter oder sonst was, aber ich kann mich nicht zu 100% replizieren. Also ich als Mensch, auch mit meinen Sinneswahrnehmungen, bin vielleicht auch von heute auf morgen ein bisschen anders drauf und nehme dann auch schon wieder Sachen anders wahr. Genau, und deswegen positiver oder negativer und so. Das sind alles, glaube ich, Fehler oder was heißt Fehlerquellen, oder sagen wir mal Sachen, die das deine Arbeit beeinflussen, die größer sind als alles das, worüber wir uns hier bisher unterhalten haben. Genau. Es gibt den sogenannten Song Fatigue, habe ich entwickelt, den Spruch. Track Fatigue ist, wenn du zu lange an einem Track arbeitest, bist du irgendwann nicht mehr in der gleichen emotionalen Situation, Gefühl, Inspiration und dann fängst du an dem Track wieder herum zu doktern, weil du ja jetzt anders drauf bist. Denkst du, ach, vielleicht soll ich doch den Bass nochmal anders machen. Mhm. Ah, und da passt aber jetzt die Bassdrum nicht mehr dazu. Ja, genau. Und wenn wir das schon haben, dann können wir eigentlich auch mal die Vocals nochmal neu einsingen. Und so, glaube ich, ist dieser Song-Fatigue ist ein Problem bei vielen Musikern, weil die dann irgendwann mal einfach emotional anders drauf sind und da macht man dann wieder andere Sachen und dann ist man vielleicht auch auf einmal mit was unzufrieden, was vor 2 Tagen noch der letzte Knaller war. Hätte man fertig machen sollen. Ja, da gibt es aber natürlich auch Musikstile oder zumindest Arbeitsweisen, wo sich wirklich eine Sache über lange Zeit entwickelt
Und manchmal, also ich habe an diversen Projekten gearbeitet, die vielleicht ein Jahr, eineinhalb, sogar zwei Jahre gedauert haben. Und muss sagen, im Nachgang kann ich feststellen, dass diese Produkte dann oftmals nach 10 Jahren noch mich total berühren und aktuell sind. Und bei anderen Sachen, die man eben, ja, das ist wie Fast Food, ne? Manchmal, also nicht zwangsläufig, möchte ich nicht behaupten. Manchmal ist eben die Eingebung jetzt da und es ist alles gut. Aber es muss nicht zwangsläufig sein, dass man Sachen, an denen man lang arbeitet, dass sie dadurch schlechter werden. Also möchte ich jetzt nicht so gesagt haben. Oder nö, beziehungsweise pauschalisieren würde ich das nicht, aber es war jetzt mal einfach nur mal eine Anregung an den einen oder anderen Zuschauer, sich auch vielleicht darüber Gedanken zu machen, was Marc gesagt hat, dass man natürlich am nächsten Tag einfach wieder ein klein bisschen ein anderer Mensch ist. Mit anderen Gefühlen, anderen Emotionen und Ideen und dass, wenn man dann immer noch an dem gleichen Song arbeitet, eventuell an dem Ding rumdoktert. Ja, einfach, ich wollte dir damit ja auch nur sagen, dass du dann Entscheidungen vielleicht ein bisschen anders triffst und dass dieses Entscheidungstreffen wahrscheinlich viel, viel mehr Einfluss auf den Klang hat, als diese technischen Unterschiede, von denen wir da gesprochen haben, mit minus 300 dB und jetzt sind es nur noch minus 200 und so, wo ich sage, jo, das kann man leider nicht hören. Ich glaube, wir machen Schluss, ne? Wir haben es durch, oder? Ching, was sagst du? Mr. Cubase, rette dein Cubase jetzt nochmal. Das klingt ja nicht so gut. Ich muss gar nichts retten. Ich würde sowieso plädieren, dass wir die Sendung nicht nennen, welche DAW klingt besser, sondern irgendwie Musik wird immer noch von Hand gemacht, auch bei einer DAW, nämlich nee, mit den Händen, der das, du weißt doch, wie das heutzutage im klar. Internet ist. Du musst da so Titel haben, die Leute irgendwie aufreizen. Ne? Die 10 Kinderstars, die heute eine andere Nase haben als früher. Okay. Oder, ne? Genau. Und so in dem Stil ist das auch. Meine DAW klingt besser als deine. Genau. Oder nein, ich habe ja irgendwann verrate ich das mal, wenn du eine bestimmte Tastaturkommando bei Cubase klickst, dann erscheint eine nackte Frau im Mixer. Aber da gibt es eine eigene Sendung mal zu. Da machen wir oh, geil, da bin ich ja mal. Easter Eggs, und jawohl. Gibt's, gibt's ja, auch natürlich. Ein Easter Eggs für Frauen in Cubase dann, weil das ist ja, ne? Das müsste ich mal nachforschen. Vielleicht baue ich mal was ein. Man kann ja die Grafik hacken. So, bevor jetzt die Sendung total abdriftet, dann machen wir Schluss. Ich werde noch mal ganz kurz hier auf meine Facebook-Seite hinweisen. Da könnt ihr natürlich Freund werden. Da poste ich dann zwischendurch auch mal so kleinere Zwischenergebnisse, Vorankündigungen und so weiter. Auch den YouTube-Channel abonnieren und so weiter. Das wisst ihr alles. Wir machen Schluss. Ich bedanke mich beim Andreas, dass er dabei war. Jo, danke. Beim Marc. Und danke beim auch. Ching. Tschüss. Und sag, make more auch music mit Music Talk. Bis zur nächsten Sendung hier auf diesem Sender. Tschüss. Tschüss. Tschüss.